Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Wir sind hier im Karasok Nationalpark und heute haben wir was richtig Cooles geplant, denn heute geht's auf den Xiaolansee. Ja. Und da machen wir eine Bootstour. Ja, zunächst wollen wir euch erstmal die Unterkunft zeigen, denn wir wohnen hier mitten im Dschungel. Genau. Los geht's. Wir sind jetzt gerade an einer Insel angekommen, wo wir jetzt gleich auch Mittag essen. Und wir haben uns jetzt gerade ein Kanu ausgeliehen und Paddel und schippern jetzt ein bisschen über den See hier. Und die Landschaft ist echt wunderschön, oder? So, während Daniel jetzt weiter paddelt, hoffentlich. erzähle ich euch ein bisschen was hier über den See. Und zwar ist das ein künstlicher See, der so angelegt wurde. Und zwar ein Stausee. Das heißt, die Menschen hier gewinnen da Energie raus. Und zwar Wasserenergie. Und das hier rundherum sind alles Kalksteinfelsen. Genau, und dann wurde eben... Ich steuere genau auf den Baum, auf den toten Baum. Nein, da werde ich drum rumfahren. Dann wurden eben die Wälder wurden abgeholzt. Und damit der See hier entstehen kann. Ja, ist ganz schön friedlich hier, ne? Ja, es ist super ruhig. Ja, und zwar ist das Ganze hier so groß wie, ich glaube, der Chiemsee. Aber das ist so, ja, so fingermäßig ausgebreitet. Also die haben so ganz viele Arme irgendwie am Rande des Sees, sodass einem das viel größer vorkommt. Also man könnte fast meinen, man wäre hier mitten auf dem Meer. Die Farbe ist natürlich auch wunderschön. Rundherum nichts. Ja. Es gibt aber mittlerweile insgesamt so, ich glaube, 10 oder so Unterkünfte, dass man hier auch auf dem See schlafen kann. Das hätten wir auch buchen können. Also eine Zweitagestour, dass man dann auf dem See schläft und dann am nächsten Tag weiterfährt. Haben wir uns gegen entschieden. Ist aber definitiv eine Möglichkeit. So, wir gehen jetzt hier noch zu der besagten Höhle und dafür müssen wir jetzt durch den Dschungel. Hier sollen noch einige Tiere zu Hause sein, sind wir mal gespannt, was wir so finden. Spot me.
So, wir sind mittlerweile wieder in der Unterkunft. Und wir fanden den Tag richtig gut. Es hat uns super gefallen. Das war Hammer. Ja, wir sind richtig geschlaucht jetzt. Genau, das Schöne an der Tour war, dass es auch relativ abwechslungsreich war. Dadurch, dass man eben nicht nur auf dem See rumgefahren ist, sondern eben auch Kajak fahren konnte und diesen Jungle-Track gemacht hat. Und wir haben Tiere gesehen, die wir sonst so noch nie gesehen haben. Ja. Und das war ganz interessant. Genau, dann auch noch mit der Höhle. Die Höhle ist optional, das heißt, man muss sie nicht unbedingt machen. Der Trip ohne Höhle kostet 1500 Baht und kann eigentlich überall hier in Khao Sok gebucht werden. Wir sind vom Phuket hier hingefahren und haben dann hier übernachtet, haben das im Hostel gebucht. Und genau, kostet 1500 Baht für einen Tag. Nochmal 300 Baht Eintritt für den Nationalpark und 200 für die Höhle, wenn man die machen möchte. Wie gesagt, kann man machen, muss man nicht. Ja. Und hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ja, hat sich. Ist, natürlich ist es einigermaßen touristisch und es ist schon was los, aber die haben das eigentlich ganz gut im Griff. Dadurch, dass die einzelnen Boote eben verschiedene Stationen zu verschiedenen Zeitpunkten anfahren. Das heißt, meistens hat man eine Station für sich alleine. Jetzt bei dem Dschungel zum Beispiel ist uns eine Tour entgegengekommen oder in der Höhle ist gerade eine rausgegangen, als wir reingegangen sind. Aber das ist ja auch noch okay. Das ist okay, ja. Genau. Übrigens hat der Daniel heute Geburtstag. Ja. Genau, schreibt mal alle ganz nett herzlichen Glückwunsch in die Kommentare und lasst einen Daumen nach oben da. Ja, das heißt, wir gehen jetzt gleich noch 1 bis 4 Bier trinken und was essen. Und dann würde ich sagen, geht's mit morgen weiter. Und zwar werden wir morgen auch weiter reisen. Es geht an einen Ort, dem wir nochmal eine zweite Chance geben möchten. Manche von euch wissen jetzt vielleicht schon, wohin es geht. Aber das seht ihr dann im nächsten Video. Also dranbleiben, am besten den Kanal abonnieren, dann werdet ihr das Video nicht verpassen. Und wir würden sagen, bis zum nächsten Video. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.